Brauchen wir eine neue Banlist? Das ist die Frage, die ich mir aktuell stelle, denn ich habe viele gesehen, die über Banlist diskutiert haben und sagen, die Karte muss gebannt werden, die Karte muss gebannt werden und die Karte muss gebannt werden. Und ich sitze hier und denke mir, ja, aber es sind aktuell 8 Millionen Decks im Format. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt ein paar davon zu hitten und dann hast du halt immer noch 80. Ja, du kannst halt ein bisschen was verändern, aber die Frage ist halt, wäre das jetzt wirklich gut oder wäre es schlecht fürs Game? Denn am Ende des Tages mögen ja viele dieses diverse Format. Und wenn wir das halt hitten, dann haben wir halt ein weniger diverses Format. Denn ich glaube nicht, dass die Decks, die jetzt aktuell die besten Decks sind, was jetzt so 5, 6, 7 sind, wenn die alle gehittet werden, dass das Format sich dann so ein bisschen mehr zusammenfühlt, weil es ja eh schon aktuell super zusammen. Ich habe trotzdem ein paar Dinge, über die ich kurz einmal reden möchte. Falls euch der Hafen-Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, dann mache ich sowas in Zukunft auch häufiger zu jeder Bandlist. Es gibt ganz spezifisch 3 Karten, über die ich einmal reden möchte, weil ich den Gedanken interessant finde, da an der Banlist was zu verändern. Die erste Karte ist einmal King Calamity. Ich denke mal, dass diese Karte früher oder später auf der Banlist landen wird, wird niemanden überraschen. Die Frage ist halt, wann Konami diesen Move machen wird. Denn Centurion ist ein neues Deck. Ohne Calamities ist Centurion nicht wirklich ein viable Deck. Selbst mit Calamities ist es halt ein Deck, was spielbar ist, aber vielleicht nicht ganz so krass. Wird sich auch in den nächsten Wochen zeigen. Bedeutet, kluger Business-Move wäre das nicht, das zu machen. Wäre es richtig? Wahrscheinlich schon, die Karte ist ganz schön dumm. Wird Konami höchstwahrscheinlich aber nicht tun. Die andere Karte, über die ich mal reden wollte, ist einmal Isolde. Und Isolde ist ein Thema, was immer mal wieder auftaucht. Immer wenn ein Deck toppt mit Isolde, sagen alle, oh, Isolde ist so broken. Versteht mich nicht falsch. Ich bin auch der Meinung, dass Isolde definitiv auf die Banlist gehört, denn die macht als einzelne Karte einfach zu viel. Addet dir ein Monster, special Monster aus dem Deck ohne Effekt zu annullieren und schickt dir Equip-Karten in den Friedhof rein, mit denen du gegebenenfalls noch interagieren kannst mit deinen ganzen Infernoble-Karten. Ich glaube aber auch da nicht, dass Konami bei Isolde was machen wird, denn wir müssen uns mal überlegen, nächstes Jahr kriegen wir so viel Support für Feuermonster. Und die Infernoble-Monster sind fast alle Feuermonster. Klar, die möchten die neuen Karten verkaufen, aber es wäre von Konami, von der Perspektive her dumm, eine Karte zu nehmen, die inhärent mit Feuerkarten gut funktioniert, weil die halt Krieger Feuer sind, und dann vielleicht die anderen Strategien mit da hinzuzufügen, damit die halt gespielt werden können, vielleicht auf einem höheren Level. Deswegen glaube ich nicht, dass Isolde angefasst wird, obwohl ich der Meinung bin, dass Isolde definitiv auf die Banlist gehört. Die nächste Karte ist die einzige Karte, wo ich mir denken könnte, dass Konami da wirklich was ändert. Und das ist einmal Pot of Prosperity. Und ich meine jetzt nicht, dass Pot of Prosperity gebannt wird. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Pot of Prosperity ist eine Karte, die ist für mich wunderbar auf 1. Das, was die Karte aufwiegt, nämlich die Kosten, in Relation zu dem, wie oft man die Karte spielen kann, wie oft man die Karte sehen kann und die Mathematik dahinter, so ein bisschen kaputt, dass sich das vielleicht gar nicht lohnt, die eine Karte mehr zu spielen. Die Leute werden es trotzdem noch spielen, aber dann hat man sich dafür nicht im Extra-Deck vorbereitet. Und dann kann es ein paar mehr Szenarien geben, wo das vielleicht nicht so hilfreich ist. Macht auch das First-Gehen nach dem Zeiten deutlich angenehmer, weil der Gegner nicht die ganzen Blowout-Karten zieht und du als Go-First-Spieler nicht die ganzen Flat-Kids ziehst, was per se schon mal nicht so geil ist. Das sind so 3 Karten, über die ich mal reden wollte. Denn ich finde, das sind so 3 Karten, über die könnte man sehr gut diskutieren. Jetzt gibt es aber in der Community sehr viele Spieler, die über sehr viele andere Karten diskutiert haben. Und dazu möchte ich auch ganz kurz meine Meinung sagen. Wir haben dazu einmal die Miller. Das sind einmal Kelbeck und Agido. Beides Karten, die ich aktuell nicht so als problematisch ansehe. Ich weiß, das werden jetzt viele nicht so gerne hören, aber dadurch, dass wir aktuell so viele Decks im Format haben, die mit dem Friedhof interagieren können und dass die ganzen Telemetz-Karten so viel weniger sind. Klar, das ist immer noch ein gutes Deck, aber dass es meistens dem Gegner vielleicht sogar mehr hilft als dir, weil du kannst 5 Karten millen und triffst vielleicht einen Namen, hast aber nur den einen Namen Friedhof, kannst mit dem nichts machen und der Gegner hat vielleicht dann in den Friedhof 3 Monster, mit denen er was machen kann, in seiner Runde. Ich glaube nicht, dass die Karten aktuell ein Problem sind in einem aktuell so diversen Format. Wenn das Format wieder so ein bisschen weniger divers wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Karten ein Problem werden und die auf jeden Fall adressiert werden sollten. Aber das ist nur meine Meinung. Die nächste Karte, über die aktuell sehr viel geredet wird, ist Electromite. Und ich verstehe auch warum. Denn wir kriegen bald Support für die Magic Spectre Monster. Das ist ein Pendel-Archetype. Dazu zählt übrigens auch Kirin. Kirin ist auch noch für Bandlist. Gehört da mit in die Diskussion halt rein. Das sind Karten, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass Konami sagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Karten wieder zurückkommen. Bei Kirin bin ich mir da sogar relativ sicher, dass sie zurückkommen wird. Bei Electromite bin ich mir nicht so sicher. Denn wir hatten halt die ganzen Sachen mit den ganzen Draco Slayer Monstern, wo Electromite wirklich ein extrem gutes Verkaufsargument gewesen wäre, die Karten wirklich zu nutzen mit Electromite.
ist nicht passiert. Ich habe das Gefühl langsam, dass die halt Elektromite einfach vergessen haben, dass die Karte existiert. Was ich persönlich sehr schade finde, denn ich finde nicht, dass Elektromite im aktuellen Game State noch eine Karte ist, die broken ist, die wirklich halt auf die Bandlist gehört. Weil Pendel aktuell einfach eh nichts tut. Selbst die Magispector-Karten, die wirklich gut sind, selbst mit Elektromite, sind die nicht broken. Weil selbst wenn du das beste Deck hast, wo du die Karte spielen kannst und die in dem Deck nicht broken ist, dann kann die auch von der Bandlist wieder runter. Die nächste Karte, über die sehr, sehr viele Leute geredet haben, finde ich spannend, ist Fenrir. Fenrir, unglaublich gute Karte, in vielen Decks aktuell zu Hause gefunden und alle sagen, boah, Fenrir ist zu stark, die muss runter. Sehr viele haben vorgeschlagen, die auf 2 zu setzen. Kann ich verstehen, dann hat man weniger Access zu der Karte. Wenn man aber konsequent sein muss bei der Karte, dann muss man die auf 1 setzen. Und so gut finde ich Fenrir nicht. Fenrir ist eine gute Karte, versteht mich nicht falsch. Aber Fenrir ist keine Karte, die so gut ist, dass die auf 1 muss. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der ein bisschen doof ist. Denn auf 2, klar, ihr zieht die seltener, aber die kann ihr trotzdem noch. Special Fenrir, Search Fenrir. Nur halt weniger häufig. Ich bin kein Fan, solche Arten von Karten auf 2 zu hitten. Das ist gleich mit Lightning Storm zum Beispiel. Auch eine Karte, die auf 2 ist, das gar keinen Sinn macht. Aber das ist eine Sache, die ich nicht ganz so geil finde. Das ist noch trotzdem so, das sind 2 Karten in deinem Deck, die du trotzdem immer noch bekommen kannst. Und wenn du halt Prosperity spielst und du brauchst die Karte unbedingt, dann kannst du die auch noch öfter sehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine Karte ist, die wir auf 2 sehen sollten. Wert konsequenterweise, wenn auf 1, aber auf 1 sehe ich die Karte einfach nicht. Die nächste Karte, über die ich einmal ganz kurz nochmal sprechen möchte, weil schon einige die angesprochen haben, ich das Thema dieser Karte selber aber interessant finde. Und das ist einmal Frust. Weiß, Frust hat noch keinen Reprint. Ich habe schon mal gesagt, als die Karte damals rausgekommen ist, dass das eine Karte ist, die für Probleme sorgen könnte mit den Karten, die aktuell verfügbar sind. Wir sehen es gerade in dem Format wieder so ein bisschen weg von Frust, weil wir so ein bisschen mehr Richtung Handshifts gegangen sind, wegen Rescue Ace. Allerdings, wenn wir wieder ein Format haben, wo die Karte wieder super prominent wird, dann wird die auch relativ schnell meiner Meinung nach ein bisschen problematisch. Das Gute ist, dass wir aktuell nicht die krassen Targets dafür haben, dass die wirklich richtig gut ist. Die meisten nutzen Frust als Extender für Talents, was auch fein ist, ne? Talents, krass gute Karte, aber das ist pauschal nicht schlimm, weil wenn ihr den Frust abbekommt und dann kriegt ihr Talents, hättet ihr auch direkt Talents aktivieren können, ne? Also jetzt rein von der Logik her, das ist jetzt zwar nervig, aber jetzt nicht so schlimm. Wenn es aber Karten gibt, die mit Frust wirklich gut konstant aus dem Deck holbar sind, die euer Deck outen können. Ich nehme mal das Beispiel von Poli. Wenn ihr Poli-Spieler seid und der Gegner aktiviert Frust und ihr habt da Noir liegen, denkt ihr, oh nein, der ist gleich weg. Das könnte so ein bisschen problematisch sein. Wenn es mehr Karten gibt, die spezifisch eine Karte aus dem Deck holen können, die ein Deck komplett umbringen kann, das ist ein Problem. Klar kann Frust auch Dark Ruler holen zum Beispiel, ist aber aktuell im Format auch nicht so krass das Problem. Ich glaube aber, dass Frust eine Karte ist, die wir früher oder später ein bisschen weiter unten auf der Bandlist sehen werden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir ein Deck hitten wollen würden, was das beste Deck im Format ist, was meiner Meinung nach übrigens Unchained ist, dann wäre halt die Frage, was hitten wir bei Unchained? Man könnte die Konstanz hitten, man könnte Turgate hitten, wobei ich das nicht glaube, weil wir bald die Goblin Rider bekommen und da ist Turgate auch wichtig für. Man könnte viele Dinge machen. Man könnte natürlich so arschig sein und einfach die Karte hier auf 0 setzen. Das wäre ein richtig arschiger Move. Man muss dazu aber sagen, dass wahrscheinlich Konami mit Unchained kein Geld mehr verdient. Weil klar, da wurde Frust gespielt, okay. Aber ansonsten ist da nichts an Wert für Konami dabei, wenn das im Game bleibt. Anders wie bei Rescue Ace, die Feuermonster sind, wo wir nächster Support bekommen. Genauso wie Infinite Noble, Feuerdeck, die ganzen anderen Sachen, die noch Support bekommen oder wo man Sachen integrieren kann von den neuen Engines, wie die Debelzer Engine halt in Rescue Ace. Ich glaube schon, dass das ein Punkt wäre, den man vertreten könnte. So als Unternehmen Konami zu sagen, die Karte packen wir auf 0, dann ist das Deck nämlich tot und dann hätten wir quasi ein Deck weniger da oben. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das wäre rein von Business-Standpunkt her von Konami eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Was sagt ihr zur Bandlist? Brauchen wir eine? Ja, nein, vielleicht. Ich bin eher so einer Meinung, eher weniger. Lasst mir in den Kommentaren da. Und dann guckt euch mal dieses tolle Video an, wo ich einmal geguckt habe, was Yu-Gi-Oh! Überhaupt so kostet. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.